Herzlich willkommen zu meiner Folge hier auf der Hier sind die Fische gekommen. Schauen wir mal, welche in der Lage da sind. Ich muss gerade am besten Preis gezahlt wird. Ein paar haben wir schon verkauft. Ein Teil. Müssten wir nur einen Teil verkauft bekommen. Also wir rauskriegen. So fangen wir gleich von vorne an. So. Ne? So, mal schauen wir noch den Preis. Der zahlt am meisten für Hafer zur Zeit. Ein Teil AG. Schauen wir mal hin. Ich meine, beim Wattverkauf werde ich mein Gebäude stehen lassen. Und Gebäude werde ich mal nicht löschen. Macht ja in dem Sinne keinen Sinn, weil die machen ja eigentlich keine Probleme. Hoffe geht was. Wenn wir es ganz schlecht, ne? Das sind die Hallen, kann man nicht bekennen, weiß ich ja. Und Kleinhallen. Und Fabrik, die Fischfabrik. Und die Leinwinde halt da hinten. Wenn wir irgendwann hier anfangen, da hinten im Bereich die Hallen mache ich wahrscheinlich weg und mache dafür Kuhstelle. Und zwar gibt es einen Castor, da hat er zwei Milchkuhstelle, die 500 Tieren, zwei mehrere Sorten, wenn die zwei jedenfalls 500 Tiere passen rein und da werden wir halt die Kühe umstellen und die Rinder und die Ochsen. Ja. Werde ich auch im Stall und Seitenstall rein. Dann sind die Beine oben leer und dann brauchen wir ein bisschen Quer und Futter. Ne? Wenn wir später das Update kommt, alles gerafft funktioniert. Ich habe immer Probleme im Stall, weil die Beine sich nicht zusammen sind. Das ist im Prinzip sicher durch Nein, dass es da Probleme gibt. Das ist nicht so leicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine Trigger ist, der Trigger im Weg steht und dass da auch irgendwie nicht funktionieren kann. Beziehungsweise nicht funktionieren könnte, also ich könnte es nicht sehen. Das ist halt so. Trigger ist ein Dach. Ja. Und das ist weiter weiter umbauen. Und zwar werden wir den gleich wegnehmen. Rohrstart, wie gesagt. Ne? Ja, da war ich gefunden, wo sind wir noch gewesen. Dann werden wir den anderen hier abschieben. Und die Keller. Jetzt Motor starten. Der Kuppel noch ab. Wie leichter, denke ich mal so fahren. Und Ruhestaben. Der Kuppel, ne? Ruhestaben ist noch nicht da. Und Regen. So, und hier anhängen. Optisch gesehen macht das keinen Sinn, ne? Ja.
Mit der rechten Maustaste. Umgunst den Großplay und gut in dem Falle. So. Machen wir dann auch mal Play ran. Und dann mal kurz gucken. Das muss doch funktionieren. Jetzt fahren wir richtig daran. Das sollte funktionieren und abkommen. Das wäre dann ein bisschen selber noch. Wo fahrt man überhaupt um die Zwischen nach hinten und dann auch noch mit der Erde? Wir können ja auch dichter ranfahren, von rückwärts ranfahren mäßig, aber das funktioniert. So, vorne, okay. Dann waren wir funktioniert, ne? Und super. Das ist sehr schön, ne? Und man hört rauschen, hoffe ich mal. Ja, das ist schön so, dann wird nicht der rauschen wie so. Ich wusste ja nicht, wo er liegt, so, wo ich in die Kleider gehe. Das war das Problem, ich wusste noch nicht. Das war die Tonspur. Tonspur gibt es ja, hier drei Stück. Einmal für Mikrofon, einmal für Spielsound, einmal für Hintergrundmusik. Ja, alles extra, ist ja gut. Normalerweise müsste ich dann auf dem Arbeitsprogramm drei Tonspuren sehen. Ich sehe aber nur einen. Warum das so ist, keine Ahnung. Ich habe es hier bei OBS getrennt, wo wir erst abspielen. Alles gut, also alles noch mit Ton, nach der Bearbeitung ist der Ton weg. Nur so leise, wahrscheinlich vom Mikrofon, ist dicht daran, dass das Mikrofon Prinzip den Ton von dem Lautsprecher auch noch aufgenommen hat, dass man da nicht noch was hören konnte. Ansonsten war der andere Ton weg und ich weiß nicht warum. Ich kann das zwar mehrere Tonspuren einstellen, aber da muss man auch die Tonspur noch haben. Und das finde ich irgendwie nicht. Also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wer mal Ahnung hat davon, kann sich gerne mal melden. Also ich persönlich kommt da nicht dahinter. Ich habe mir zwar eingestellt von Nils hier Zahl irgendwie. Ja, aber das ist mir all nichts, wenn das hier Arbeitsprogramm beim Rendern das im Prinzip so verarbeitet, dass im Prinzip das nicht mehr da ist, ne? Also dann sei es nur schlecht für mich, ne? Fürs Spiel und auch für die Zuschauer, die dann nicht mehr hören. So, wie man das auch bergauf fahren, das tut sich dann schwer. Ich habe den Mod mit den Gewichten deaktiviert. Aber es kann natürlich sein, dass jetzt beide Anhänger, die eigentlich so nicht vorgesehen sind, original LKW zu schwach ist. Ne? Gut, das war ein LKW 1000. Oh, unsere Bäume stehen auch noch da. Hatten eigentlich welche gepflanzt? Also sehen wir keine. Wäre nicht ganz so tragisch, haben wir genug Wald. Ja, mit Bäumen, das kommt ja später wieder. Aber hat noch Zeit. Das hat noch Zeit, also keine. Naja, Zeit. Haben wir späten Herbst. Ja, ein Tag nochmal Herbst, ne? Und dann ist schon der Winter da.
gerade die Wettervorhersage. Geht noch Schnee. Gucken wir mal. Also Schnee für Sonntag und Schnee, Regen für Dienstag. Und heute haben wir heute. Donnerstag ist morgen. Also Freitag auch schon. Also einen Tag haben wir noch trocken und dann kommt wieder ein Niederschlag. Ja, Temperaturen. Minusgrade bis leicht Frost, also nicht doll. Hier ist die Saatzeit, also ist mir jetzt egal. Was gute Ratschläge für die, die wissen. Aber ich kenne mich ja ein bisschen aus. Ein bisschen. Und zur Zeit Sonnenblumenernte, Zuckerrüben, richtig, Ölrettich. Das ist an sich keine Frucht in dem Sinne, sondern eher eine Düngemäßigkeit. Pappeln, das ist auch kein Thema. Was ich hier nicht verstehe, ist im Winter. Also grundsätzlich wird es so, man kann im Winter auch aussehen. Das ist kein Thema. Das ist abhängig von der Region. Ne? Also wenn kein Frost da ist und der Winter mild ist, und wie jetzt aktuell leichte Plusgrade sind, da keimt jede Getreideart, mehr oder weniger. Die braucht nicht viel. Aber eine Ernte, beim besten Willen, also wer die Getreideernte im Winter mit einplant, der muss Verluste einplanen ohne Ende, weil das trocknet ja nicht. Es verfault praktisch auf den Halm. Also jeder Bauer zieht dazu zu, dass er die Ernte im Sommer erledigt bekommt. Also spätestens August, Ende August muss das erledigt sein. Also muss das Getreide runter sein. Bei uns hieß es immer früher, wenn der Herbst kommt, es riecht nach Stroh. Und wenn es nach Stroh riecht, und zwar nach feuchtem Stroh, dann liegt es daran, dass es im Sommer dann schon feuchter wird. Die Witterung hier. Morgentau wird länger. Man riecht es halt. Ne? Der Geruch ist da. Mag eigentlich so auffallen, wenn man auf Stadt wohnt, aber von Lande früher haben wir so gesagt, August, Mitte August, wenn es nach Stroh riecht, ach jetzt kommt der Herbst. Und das war auch oft so, Mitte August ist der Sommer vorbei. Denn ist dann mal umstellt sie auf Schlechtwetter, dann ist es auch bei uns länger Zeit so gewesen. Also es war auch immer so gewesen, wenn der Herbst gekommen ist, dann gab es eine Wetterphase von 4, 5, manchmal auch 8 Wochen, wo nur Regen auftrat, also richtig Regen. Und wenn mir mal trocken wurde, dann wurde es auch eine längere Zeit wieder konstant und stabil. Aber das heute ist es nicht mehr ganz so extrem. Ne? Heute ist es unberechenbar. Ne? Wo man unterscheiden muss, das Wetter im Süden, muss ich feststellen, wo ich jetzt lebe, bis hier ist häufiger mit Nebel zu rechnen und mit Hochdruck. Und auch in bodennahen Schichten mit Frost, wobei es dann praktisch ein paar Kilometer weiter höher geht, wiederum Plusgrade sind. Also tagsüber. Nachts ist da auch Frost, aber ja, so ist das mit dem Wetter, ne? Wir können immer Höchsttemperaturen bis zu 15 Grad manchmal oder 12. Ja, 4. Nebel. Ja, da. War bestenfalls hier 2-3 Grad, ne? Wenn überhaupt. Ja, das ist in Tallagen ist immer so, dass es kühler ist. Ne? Also die Sonne kommt nicht durch und schon bleibt es Hochnebel. Und dann ist es auch kalt. Ne? Es kann sogar Dauerfrost sein. Ne? Obwohl es hier sich ein paar hundert Meter, 100 Meter betrieben, aber 30, 40 Kilometer weiter, wenn es bergauf geht, also in höhere Lagen geht, ab 500 Meter kann schon mal passieren, dass es da und da höher gelegen ist, aus dem Hochnebel raus, im Prinzip, dass da plus 15 Grad sind. Ne? Das kann schon passieren. Besonders im frühen Herbst. Ne? Das habe ich mal erlebt, sind wir nach Tschechien gefahren, wegen Einkaufen. Wochenende beschäftigen, so ungefähr. Ne? Und da, wo wir gewohnt haben, war minus 2 Nebel. Also sind wir durch den Nebel gefahren und war plötzlich 15 Grad plus. Ja. So, haben wir Geld verdient. Schulden zurückzahlen. So. Speichern. Hier macht er weniger Schwierigkeiten. So. Zahlen wir wieder bis 100.000 zurück. Super.
Jetzt haben wir schon 1 Million zurückgezahlt. Ist gut. Aber die Schulden nehmen wir nicht komplett los, das wird nichts. Gut, und wenn dann vielleicht mal sehen, dass wir da ein bisschen Holz verkaufen, ne? Mit Holz verdienen wir auch ganz gut. Die Silage heute Nacht ein bisschen verdienen. Wir haben noch ein Silo voll, ne? Also Wischwasser ist auch voll. Dann müssen wir nochmal die Kühe versorgen. Wenn es dunkel wird, machen wir die Kühe. Bevor wir nachts auf 60 gehen, ne? Sonst verrecken wir die Kühe. Und das ist nicht gut. Das wäre dann super geil. Verluste. Weil die Tiere sind ja mittlerweile schon wertvoll, ne? 150 Tiere zu verkaufen, ist schon was. Und jetzt bald kommen die ersten Kälber. Die brauchen auch mindestens 2 Jahre, um auf das Gewicht zu kommen. Ne? Von 200 Kühen, naja. Da geht ja auch Schlag auf Schlag, ne? Sobald die Kühe 2 Jahre alt sind, dann gehen die weg. Da sind es 1,4. Unsere Bullen. Und auch mit hohem Gewicht gekauft, kann man sagen, mit 800 Kilogramm. Jetzt haben sie schon fast 800 Kilogramm, nicht Quatsch. Mit 8 Monaten Alter. Kilogramm war nicht so hoch. Weiß ich gar nicht mehr jetzt so genau. Mal gucken. Wenn man jetzt gekauft hat, was wir jetzt wiegen. Aber das bringt schon was. Man wird aber nicht reich davon, also glaube ich eigentlich. Ein bisschen warten würde ich mal. Vielleicht werden sie ein bisschen schwerer. Bullen werden eigentlich ein bisschen mehr Gewicht als unsere Kühe. Kühe waren nicht so schwer. Kühe werden auch nicht so gehalten als Masttiere, aber wie gesagt, es gibt da direkt Fleischhasen. Da werden die Kühe auch eher dann verkauft. Ne? Da sind wir wieder. Können wir hier ab reinfahren, ne? Ja, und eigentlich vorhin so blöd gefahren. So. Ja, füttern. Wir werden füttern, ne? Bevor die Tiere doch noch krank werden und wenn wir sauber machen erst. Die Lage wollten wir auch noch machen. Lass sie den Preis erstmal ein bisschen wiederholen. So, gehen wir erstmal zum BGH, also zum LKW, die Lage hinfahren und dann werden wir die Tiere versorgen. Oh, die Folge wird zu Ende. Leute, die Zeit vergeht. Mein Timer nicht aktiviert, das müssen wir gleich machen, sonst wird ne, garantiert irgendwann zu lang. So, dann sage ich mal Tschüss und Ciao. Ich danke fürs Reinschauen. Ja, morgen oder heute geht's weiter. Tschüss.